Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Wie ihr seht, befinde ich mich in der Küche. Ja, aber nicht, weil ich nicht draußen grillen will, sondern weil ich was vorbereiten muss für das nächste Gericht. Was ich jetzt mache, ist ein Gurkenrelish. Wie ich das genau mache, zeige ich euch jetzt. Was ich dafür brauche, ist relativ klar. Ich brauche also eine Salatgurke, eigentlich eine halbe Zwiebel. Ich nehme eine kleine Zwiebel. Wir brauchen Ingwer, Kreuzkümmel, Senfkörner, ein bisschen Zucker, ein bisschen Mehl, Salz und Dill. Außerdem brauchen wir ein Messer und ein Brett. Vorne und hinten von der Gurke abschneiden. Und dann einmal in der Mitte durchschneiden. Ich habe das Schälen vergessen. Dann nehmen wir uns einen Löffel und machen das Kerngehäuse aus der Gurke. Das geht relativ easy. Einmal hier entlang fahren, einmal da entlang fahren und in der Mitte rausziehen. Dann schneiden wir die Gurke erst in Streifen, dann in Stücke, hier das gleiche. So, das tun wir in eine Schüssel, einmal, jetzt geht es weiter mit der Zwiebel, ich hasse das Zwiebelschneiden. So, auch die kommt zur Gurke. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe keinen frischen Ingwer gekriegt. Das hat mich ein wenig geärgert. Wir bedecken das Ganze einfach mal mit Ingwer. Kreuzkümmel. Da brauchen wir einen halben Teelöffel von. So. Zwei Teelöffel Senfkörner. Die müssen wir aber noch zerstoßen. Da kommen wir gleich zu. Zwei Teelöffel Salz. Jetzt rühren wir schon mal. Oh, das riecht gut, Leute. So. Zwei Teelöffel. Damit die nicht feucht werden, mache ich das Stiel. Die schätze ich jetzt einfach mal. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das hier zwei Teelöffel sind. Dann nehmen wir uns dann den Löffel. Alla, schön angestoßen. Das lassen wir jetzt ziehen. In der Zwischenzeit geht es an den Herd. Kommen da 75 Milliliter Apfelessig rein. So. 50 Gramm Zucker auf Tara. Dann einen Teelöffel Mehl. Die mische ich mit unter den Zucker. Die Masse kommt mit in den Essig. So. Oh, das liegt schon schön ein. Dann nehmen wir uns die Gurkenmasse. Boah, der Essig. Ist
Können wir runterdrehen? Das lassen wir jetzt köcheln. Und dann nehmen wir uns mal den Dill. Eins. Zwei. Die dicken Äste vom Dill machen wir ab. Und auch den. Hacken wir uns schön klein. Und so klein wie der ist, kommt er damit in die Masse und darf dann da weiterköcheln. Hier muss man ein bisschen rühren, damit das unten nicht ansetzt. Habe ich nachher einen karamellisierten Topf. So, wie lang das köcheln muss. Es kommt ganz darauf an, wie viel Biss ihr in der Gurke haben wollt. Je länger ihr es kochen lasst, desto mehr Biss ist in der Gurke. Ich wollte jetzt mal eine Viertelstunde da dran gehen. Wie gesagt, es ist ja kein Kochen, es ist ja nur ein Köcheln. Das Ganze wird erhitzt. Die Flüssigkeit kann auch weiter verdampfen. So, das Reilich ist fertig. Wie gesagt, die Gurke hat noch ein ganz klein wenig Konsistenz. So will ich das ja auch haben. Ansonsten eine sehr zähe Angelegenheit, die noch zäher wird, sobald die ausgekühlt ist. Die füllen wir jetzt erstmal ins Glas um. Ich habe mir eben einen Trichter gekauft. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Überhaupt durchpasst. Ja, sieht gut aus. Also ich würde sagen, von der Menge, die ich gemacht habe, optimal für dieses Glas. Deckel drauf und abkühlen lassen. So. Wenn ich das Zeug brauche, werde ich das Glas wieder aufmachen. Das hält sich jetzt wochenlang. Durch den Essig macht das Ganze haltbar. Das Ganze ist gekocht. Das Ganze ist sozusagen eingekocht. Also unter 3 Monate brauche ich gar nicht zu versuchen, dass das Zeug schlecht wird. Und dementsprechend, jetzt habe ich es. Jetzt kann ich es bei Gelegenheit ausprobieren, weil ich weiß schon genau, was ich damit machen werde. So, ich habe das Reddisch fertig. Aufgemacht, mal gucken. So, ihr könnt es erkennen. Ja, es ist jetzt ein bisschen blass hier. Das Handy gibt das leider nicht so schön her. Das ist eine sehr schöne Gurkenfarbe mit den roten Zwiebeln da drin, macht das richtig was her. Es riecht einmalig geil. Aber, jetzt kommt noch der Test. Riechen allein ist ja nicht wichtig. Wir brauchen ja den Geschmack. Bissfest. Einfach geil. Wirklich. Irre. Also, Hammer. Wenn euch dieses Video super gefällt, lasst mir einen Daumen da. Wenn es euch nur gefällt, lasst mir einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst mir keinen Daumen da oder macht einen Daumen nach unten. Lasst mir dann aber auf jeden Fall einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Donnerstag.